Hallo, liebe Motorradfreunde, gestern sind die Teile aus Indien gekommen, deshalb wollte ich euch hier nochmal ein kleines Video vorstellen zu meinem Meteor 350. Die einzigen beiden Sachen, die mir hier nicht gefallen haben, sind die tiefen Blinker und der tiefe Kennzeichenhalter am Heck. Das musste also geändert werden und die Sitzbank, die Sozius-Sitzbank, die wollte ich also auch weg haben. Deshalb habe ich mir eben, wie gesagt, in Indien ein paar Teile bestellt. Das seht ihr hier noch, einmal den hohen Kennzeichenhalter, ein Mini-Gepäckträger und eventuell als Alternative so ein Abdeckblech. Aber das ist noch nicht da, das kommt erst im Lauf dieser Woche. Na, so gefällt es mir also nicht, das wollte ich ändern. Also als erstes ab in die Garage und erst einmal zerlegen. So, und da habe ich gesehen, wenn ich den Sozius-Sitz wegmache, dann habe ich da also einen Kabelsalat sichtbar. Das wollte ich so natürlich auch nicht haben. Also zurück in Baumarkt, einen halben Quadratmeter Alu-Gitter gekauft und ein passendes Stück ausgeschnitten. Ne, hier im Kotflügel müsste noch ein drittes Loch oder ein viertes Loch ganz unten bohren, natürlich mit Gummitülle dann bearbeiten, ist klar. Und so sieht das Ganze dann schon mal im montierten Zustand aus, gefällt mir also wesentlich besser. Da seht ihr das Gitter, das musste ich dann natürlich noch zuschneiden, kostet ein halber Quadratmeter 6 oder 7 Euro. Ne, das ist jetzt hier natürlich noch Silber, klar, das habe ich schwarz lackiert mittlerweile. So, da habt ihr sie jetzt schwarz lackiert, gefällt mir so schon wesentlich besser. Ja, also ab zum Fototermin. Ja, und so sieht das Fahrzeug jetzt aus. Und recht viel mehr möchte ich hier eigentlich gar nicht machen an der Maschine. Die gefällt mir so, wie sie ist, eigentlich sehr gut. Eventuell noch irgendwann ein Komfortsattel oder Komfortsitz. Aber da muss ich jetzt erst einmal probieren. Nach dem ersten Eindruck taugt mir eigentlich auch schon der Originale. Aber das wird die Zukunft zeigen. Na, ansonsten bleibt sie so, wie sie ist. Keine Packtaschen, keine Hecktasche oder sonstiges. Nackt und pur, so wie sich das gehört. Gefällt mir jetzt also richtig gut, die Maschine. Ja, wenn es jetzt natürlich noch einen etwas kürzeren Auspuff mit ABE gäbe, dann wäre ich da auch nicht abgeneigt. Da gibt es auch schöne Sachen im Internet, aber halt alles ohne ABE. Und ja, wenn die schon in der Werbung angeben, 104 bis 105 Dezibel, naja, das ist natürlich alles andere als sozialverträglich. Also da lasse ich dann lieber die Finger davon. Also da denke ich, kann ich mit dem Originalauspuff auch ganz gut leben. Nee, also gefällt mir jetzt richtig gutes Teil. So muss das sein. Einfache, pure, anspruchslose, günstige Fahrmaschine. Also ich freue mich schon, jetzt wird es halt nur noch Zeit, dass das Wetter ein bisschen besser wird und dann kann es losgehen. Sorry, das war die Post. Post ist immer kläffender Hund. Ja, kommt halt vor. So, da seht ihr nochmal dieses schwarze Gitter. Ja, also gefällt mir echt gut. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.